Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem kurzen Video. Und zwar werden wir einmal Kali Linux aufsetzen auf eine VMware, ja, eine virtuelle Maschine. Wie das ja, sehr schnell und einfach geht. Am einfachsten, ja, das ist, wir können einmal uns eine ISO-Image herunterladen und das aufsetzen auf einer VM-Player meinetwegen, als eine virtuelle Maschine. Ja, das ist aber vielleicht nicht ja, ganz so einfach für jeden, da muss noch ein bisschen was angepasst werden. Deswegen werden wir sehen, wie wir das anhand und wie wir das finden. Eine vorgefertigte Image ja, für VMware, was wir einfach nur ja, sozusagen öffnen brauchen. Und schon haben wir das Betriebssystem installiert. Ja, Kali ist eine Distribution, Linux-Distribution, die auf Debian basiert. Alles, was wir brauchen, ist zunächst natürlich einmal, ich öffne mal kurz den Browser hier und meinetwegen mal kurz hier den VM-Player herunterladen. Das gibt's, denke ich, kostenlos. Wir suchen mal vielleicht, okay, wir suchen mal vielleicht nach VMware, damit wir genau die ja, hier die offizielle Seite, denke ich, das sollte genau das hier sein. Ja, VMware.com. Hier unter den Downloads haben wir hier die kostenlose Produkt-Downloads. Das wäre einmal hier Workstation Player. Das ist genau 12.0 Player. Ja, da können wir auch ein Betriebssystem aufsetzen und als eine virtuelle Maschine hier. Die ist ein bisschen eingeschränkt, reicht aber für ja, privaten Gebrauch sozusagen zum Experimentieren. Das sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier dem VM Workstation hier, die kostet auch ein paar Euro. Da hat man ein paar mehr Möglichkeiten, ja. Also einmal hier VM Player downloaden. Ja, dann suchen wir nach einer Kali Linux Download hier. Und da können wir, wie gesagt, das ist jetzt hier zum Beispiel die offizielle Seite. Das sind ja, Kali Linux Images. Wir können jetzt unsere gewünschte Image hier herunterladen. Damit wir jetzt aber hier, ich habe jetzt hier den VM Player, ja, damit wir das hier installieren können, die Image, muss Kali Linux da etwas angepasst werden. Das macht ja, ein bisschen mehr Arbeit und ist vielleicht auch nicht ganz einfach teilweise. Da gibt es manchmal auch große Probleme. So, deswegen werden wir uns einfach hier Download Kali Linux VMware and VirtualBox Images. Und zwar haben wir dann eine direkt konfigurierte hier. Wenn ich das jetzt, wo ist denn das jetzt hier wahrscheinlich? Genau, hier haben wir einmal für VM, ja, VMware, VMware oder hier für VirtualBox, ja, das ist ja in etwa das gleiche wie VMware unter Linux meistens. Ich habe das jetzt hier mir einfach hier aussuchen, was wir haben möchten und herunterladen. Ich habe das jetzt schon gemacht, um Zeit zu sparen. Ja, das ist das hier. Ich mache mal jetzt abbrechen. Und zwar habe ich das jetzt hier als ZIP-Datei gespeichert. Jetzt, was wir machen müssen, einfach
Ja, einfach entpacken mit unserem Entpackprogramm. Das ist jetzt hier, das dauert ein bisschen, weil das viele größere Dateien sind. Und wenn das jetzt ja entpackt ist, dann können wir einfach unserem ja, VMware-Workstation hier zum Beispiel oder dem Player starten und gehen auf. Also wenn wir jetzt eine normale Image sozusagen hätten, müssen wir hier auf Create New Virtual Machine. Ja, hier können wir dann ein Betriebssystem installieren. Da wir uns jetzt aber die schon vorgefertigte Installation hier für VMware Workstation oder Player schon heruntergeladen haben, müssen wir das einfach hier mit Open Virtual Machine und einfach zum unserem virtuelle Maschine hier navigieren. Das dauert noch einen ganz kleinen Moment. Hätte ich auch schon mal machen können, bis das entpackt ist. Und schon haben wir ja diese Kali Linux Distribution. Das ist eigentlich nur zum ja dazu gedacht, um ja Lücken aufzudecken oder Netzwerksicherheit zum Testen. Da sind jede Menge ja, Tools dabei. So, jetzt ist es endlich durch hier. Ich habe da ganz kurz Pause gemacht, gedrückt hier, damit es nicht das Video zu lang wird. Das sieht dann hier so aus, ja, das sind die ganzen Dateien hier. Ich schließe das mal und öffne, starte hier wieder meine Maschine, WM Virtuelle, und gehe hier auf Open Virtual Machine und auf meinem, wo war das hier, auf dem Desktop, in meinem Ordner, und hier habe ich schon meine ja, Installation sozusagen. Die habe ich jetzt einfach geöffnet. Und jetzt, hier kann man natürlich noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie man möchte. Kann man sich hier anpassen, wie viel ja, RAM-Speicher der Maschine hier zugewiesen wird, Prozessoren, Festplatte und so weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und jetzt einfach auf Play sozusagen, einfach auf hier Start Operating System und schon ja, I move it, nehme ich mal, und schon startet jetzt unser Betriebssystem hier, unser Kali Linux. Ja, vielleicht nach dem Starten. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment wieder, bis das vollständig startet. Ach, ich dachte, okay, wir warten jetzt, dass die grafische Oberfläche hier, der X-Server, gestartet wird, wenn das alles funktioniert hat. Okay, irgendwie. Macht ihr das jetzt nicht? Okay. Das hat jetzt ein bisschen gedauert beim ersten Mal wahrscheinlich. Username hier. Der Benutzer ist hier root und das Passwort ist TOOR, also root, verkehrt rum. Und Schuss. Und schon haben wir hier innerhalb weniger Minuten eine vollständige ja,
Linux-Installation. Jetzt können wir nochmal nach ja, Vollbild machen, das jetzt hier irgendwie nicht funktioniert. Da müssen wir, denke ich, ganz. Ich gucke mal, wenn man jetzt hier. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt einmal neu starte, einfach. Wir müssen hier ganz. Ach Gott, wie war das jetzt hier? Reinstall, ne, die sind ja installiert. Genau, ich starte jetzt einfach mal neu. Ich hoffe, das geht jetzt schneller, damit wir hier ein Vollbild bekommen, hoffentlich. Oder auch nicht. Damit es einfach schöner aussieht. Irgendwie. Das nicht so richtig. Jetzt zieht es nicht doch wieder hier. Okay. Ich melde mich jetzt einfach noch mal an. Okay. Und warte noch ein bisschen. Genau, jetzt haben wir auch Vollbild hier sieht viel schöner aus, ja. Zack. Kommen wir. Ach Gott. Einmal so und dann haben wir. Wichtig ist vielleicht nochmal hier als erstes nach der Installation, dass wir jetzt hier uns eine Konsole aufrufen und natürlich ein Update machen. Ja, erst mit Update, damit dem. Ja, Repositories hier abgedatet werden. Und wenn das jetzt durch ist, dann vielleicht oder ja, auf jeden Fall noch ein ups, jetzt ist abgeht ein Upgrade. Genau, da wird wahrscheinlich oder man kann auch ein System, glaube ich, oder Dist Upgrade, ja. Und zack. Okay, das ist jetzt eine Menge hier. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich mache das jetzt mal rein. Exit und fertig. Und ja, das war es eigentlich auch schon alles. Das hat jetzt leider doch ein bisschen länger gedauert, als ich wollte. Und hier haben wir ja jede Menge Tools hier. Zum Testen der Sicherheit, Netzwerk und so weiter ist alles hier viel dabei. Wir können auch dann, was wir noch brauchen, ja, manuell installieren sozusagen. Ja, ich hoffe, dass es euch irgendwie geholfen hat. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Auch auf ein Abo vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal.